Valentinstag war der Frank ja schon gemacht, habe ich gedacht, Rosenmontag. Dann habe ich ein kleines Gedicht zum Rosenmontag geschrieben. Allerdings war das Problem, das hat keiner verstanden. Dann habe ich das einfach wieder verbrannt und bin neulich mit der S-Bahn gefahren. Und in der S-Bahn passiert ja selten, aber manchmal gibt es da auch Zugbegleiter. Dann habe ich wirklich eine S-Bahn oder war es eine Regionalbahn, ich weiß es auch nicht mehr so genau, wahrscheinlich war es eine Regionalbahn, eine Zugbegleiterin getroffen. Naja, habe ich gedacht, brauchst du ja keine Geschichte ausdenken, schreibst einfach, was passiert ist. Die Zugbegleiterin, ich muss das jetzt mit verschiedenen Rollen lesen, deswegen brauche ich den Hut von Frank. Die Zugestiegenen bitte, was ist mit Ihnen? Ich bin allein. Bitte, Sie haben im Plural gesprochen. Wann sind Sie zugestiegen? Ich betrat diesen Zug am Bahnhof Nordstadt. Kann ich Ihre Fahrkarte sehen? Ich glaube schon. Mit Sicherheit, mit einer Sicherheitsgrenze, Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Das glaube ich nicht. Sie haben eine glasklare Stimme und ich höre jedes Wort. Zeigen Sie mir jetzt bitte Ihre Fahrkarte. Möchten Sie das denn gerne? Sie sind wohl ein Komiker, oder was? Ah, Sie wollen meinen Beruf raten. Leider daneben getippt. Jetzt bin ich dran. Hören Sie auf damit. Ich bin Zugbegleiterin, das sieht man doch. Zugbegleiterin? Dann begleiten Sie diesen Zug, damit er nicht so einsam ist. Das gefällt mir. Sie haben ja eine soziale Ader. Das gefällt mir sehr. So, ich gefalle Ihnen. Das habe ich nicht gesagt. Und Sie gefallen mir, wenn Sie mir Ihre Fahrkarte jetzt zeigen. Ist das alles, was Sie interessiert? Ja, ich möchte jetzt endlich Ihre Fahrkarte sehen. Und die sieht aus wie alle anderen Fahrkarten. Nichts Besonderes. Keinerlei gestalterische Highlights. Ziemlich schlichtes Design. Die sollen Sie nicht beschreiben, sondern zeigen. Warum sagen Sie es nicht gleich? Das ist doch kein Grund, wütend zu werden. Dieser wütende Gesichtsausdruck passt überhaupt nicht zu Ihrer blauen Uniform, die im Übrigen wunderbar mit Ihren himmelblauen Augen harmoniert. Machen Sie jetzt hier nicht den Brüderle. Nee, ich werfe Sie am nächsten Bahnhof aus dem Zug. Dazu wären Sie fähig. Karte her! Hier. Steigen Sie in Bremen um? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich habe es vor. Es sei denn, am nächsten Halt entert eine Horde Hooligans den Zug und sie knebeln und meucheln mich und spülen mich in der Bordtoilette dieses Zuges hinunter. Dazu wird es nicht kommen. Sicher? Ja, todsicher, weil ich Ihnen zuvorkomme, wenn Sie jetzt nicht aufhören, weiterzureden. Würden Sie statt der Züge eventuell auch mich begleiten? Raus!